Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexe. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen mehr Anlauf genommen. Bin gleich ein paar Etagen runtergegangen, damit ich mal kurz meine Ruhe habe, um mich von der letzten Folge zu verabschieden. Dann können wir jetzt ja hier wieder frohen Mutes hinaufmarschieren und den bösen Fieslingen hier den Arsch versuchen. Wow, der kommt gleich von oben runtergeflogen. Weil es gesagt, kommt ein Vogel geflogen, aber es ist eine Spinne, die hat nur einen Vogel. Von wo schießt denn da die ganze Zeit? Ach, Zombie kommt auch schon, schön. Naja, also ich hatte in der letzten Folge ein sehr, sehr wichtiges Thema, also für mich persönlich extrem wichtiges Thema angesprochen. Über die Meinung eurerseits zum Thema, ist es zu viel? Ist das, was ich aktuell jeden Tag raushaue an Videos, zu viel? Liegt es vielleicht daran, dass Projekte wie Dragon Age total untergehen und wirklich nicht mal annähernd auf 10 Aufrufe kommen, oder ich weiß es nicht. Ne, wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel die Zahlen bei größeren YouTubern verteilt sind, da sind die einzelnen Projekte ja eigentlich auch weit davon entfernt, dass man sagen kann, ein Großteil der Abonnenten guckt sich das an. Ne, es ist ja wirklich so, dass ich das immer, ja, ziemlich verteilt. Eben auch auf die einzelnen Projekte und so ist es halt bei mir auch. Ich glaube, eine gleichmäßige Verteilung hat ein Gronkh auch nicht, aber bei mir ist es teilweise wirklich extrem krass, wenn man sieht, was mehr geguckt wird und was eben weniger. Und diese Diskussion bzw. Überlegung, die kam zum einen, wie gesagt, durch den Kommentar, über den ich jetzt hin und wieder schon ein paar Witze gerissen habe, aber wie gesagt, in der Hinsicht hat er mich dann doch zum Nachdenken gebracht, weil ich diesen Gedankengang auch schon mal gemacht habe. Und mir eben, wow, der brennt ja. Boah, nicht, dass der ganze Turm jetzt schmilzt, ne? Das wollen wir hier nicht haben. Was ist denn jetzt los? Das hört ja gar nicht mehr auf. Du Scheiße, wie viele sind das bitte? Lass mich in Ruhe. Okay, kleinen Moment. Ich muss mich mal kurz um diese, ah Mann, Typen kümmern. Ach, das ist cool. Wenn man sich so ein bisschen praktisch stellt, dass einer in der Schusslinie steht, dann knallen die den ab. Ist klar. Macht man so unter Kameraden. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Grundsatzdiskussionen, die eben, boah, Alter, jetzt werde ich ja auch noch eingesponnen. Danke, jetzt spinnen sie total. Ich hatte die Überlegung, wie gesagt, auch schon, ob es vielleicht besser wäre, insgesamt das Programm zu reduzieren. Oder eben auch, ja, die Diskussion oder beziehungsweise der Gedanke kam ja auch bei der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, ich will ja eigentlich noch Spiel XY auch noch machen. Und dann habe ich festgestellt, erstens, wie gesagt, wäre das noch krasser. Und zweitens wäre dann der Kanal, ah, wirklich mein absoluter Lebensinhalt. Ich komme da zeitlich gar nicht mehr hin. Ist halt so schon schwierig teilweise, ne? Also wie gesagt, ich habe euch das einmal durchgerechnet. Also im Schnitt, wenn man alles zusammenrechnet und runterbricht, bin ich im Schnitt, glaube ich, 4 Stunden am Tag mit YouTube beschäftigt und das ist schon eine Menge, ne? Ich meine, klar, für ein Hobby, da investiert man gerne mal Zeit, aber bleibt dann halt natürlich nicht mehr viel Zeit für anderes. Aber gut, das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Mir geht es jetzt wirklich erstmal rein darum, was euer Empfinden ist in der Hinsicht. Sagt ihr auch, oh mein Gott, ist das viel, was du hier raushaust? Das ist viel zu viel. Ich hätte gern, dass du vielleicht das Ganze ein bisschen einschränkst, damit ich die Möglichkeit habe, irgendwie alles zu sehen in der Hinsicht. Ich weiß ja nicht. Also wenn ich zum Beispiel von irgendwas, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Wrestling, ne? Habe ich ja letztens erwähnt, irgendwie glaube ich schon wieder, dass ich jetzt bei WrestleMania zumindest mal wieder reinschauen möchte, weil mein geliebter Undertaker wieder auftaucht. Aber das nur so nebenbei. Da ging es mir zum Beispiel ähnlich. Gut, ich hatte natürlich durch YouTube dann eben die Einschränkung mit der Zeit, aber die haben irgendwann so viel Programm gesendet, dass ich nie, nie, nie die Zeit gehabt hätte, das jede Woche komplett anzuschauen. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, gut, lag mit auch daran, dass mir das Ende vom Undertaker-Match letztes Jahr nicht gefallen hat, aber
Das ist was anderes. Nee, aber mir ging es halt dann auch so, dass ich dann irgendwann genervt war, weil ich mir gesagt habe, meine Fresse, jetzt senden die bald jeden Tag eine Sendung, die mindestens eine Stunde geht. Das kann ich ja nie alles anschauen. Und dann hast du immer das Gefühl gehabt, was zu verpassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt bei euch ähnlich ist. Dass der ein oder andere das vielleicht gar nicht so gut findet, weil er gern alles sehen würde. Ich weiß es ja nicht, ob meine Videos dann so gut sind, dass man sagen kann, jawohl, ich will alles bei dem gucken. Alter, hörst du jetzt mal auf, mich zu beschießen, hey. Na, geht doch. Ich dachte doch, zeitlich müsste das reichen. Müsste das reichen. Stirbt. Sterbt alle. Lass mich doch einfach mal kurz an die Kiste, Mann. Ich werde schon wieder hier übelst bombardiert. Nee, aber wie gesagt, wahrscheinlich werden unter dem letzten Video schon einige Antworten drunter stehen. Aber wie gesagt, ich nehme das jetzt hier gerade für eine Woche im Voraus auf. Ist auch meine letzte Folge heute, ne? Dann habe ich 7. Oh, Junge. Lass mich doch einfach mal in Ruhe kurz sammeln. Jetzt schwirrt hier schon so viel Mist rum, dass ich gar nicht mehr zum Einsammeln komme. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt gestern das irgendwie nicht mitbekommen habt oder noch nichts dazu gesagt habt, ich würde euch bitten, wirklich möglichst alle sollten was dazu sagen, weil eine Meinung von einem Einzelnen ist zwar schön, ist auch ein netter Trost, damit man sagen kann, hey, es kommt überhaupt irgendwas. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man eine breitere Masse hat, weil jeder tickt schließlich anders und hat dann zu vielen unterschiedlichen Themen auch viele unterschiedliche Meinungen. Und das würde mich halt schon interessieren, was ihr so dazu sagt. Deswegen bitte ich wirklich darum, weil manchmal ist es wirklich so, ein paar Tage lang siehst du überhaupt keine Kommentare von irgendwelchen anderen Leuten, außer die, die sowieso immer posten. Und dann hast du wieder Tage, da sehe ich übelst viele Namen, die man halt sonst nicht so oft liest. Würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Beteiligung nämlich mit reinkommen würde. Habe ich ja bei Isaac, glaube ich, letztens auch schon gesagt. Bei Minecraft müsste ich es vor ein, zwei Wochen auch mal gesagt haben. Also Beteiligung ist erstmal das Wichtigste. Und dann, wie gesagt, dieses Thema eben, zu viel Programm, ja, nein. Was sagt ihr dazu? Das ist mir erstmal wichtig. Und der Rest, den sehen wir dann. Und dann bin ich mal gespannt, weil, wie gesagt, eben das Ganze einen Mods-Vorlauf hat jetzt hier bei Minecraft wieder. Damit ich einfach mich jetzt die nächsten Tage wieder um was anderes kümmern kann. Kann es natürlich sein, dass ich schon so eine kleine Entscheidung für mich getroffen habe hinsüchtlich dessen, wie ich denn jetzt die Evil Within noch unterbringe. Weil ich will jetzt eigentlich schon so bald wie möglich damit anfangen. Egal wie. Und ja. Oder dass man es eben so macht, dass halt wirklich mal, dass man es in Kauf nimmt wieder, dass hin und wieder irgendwo ein Projekt ausfällt am Tag, ne? Das halt heißt, okay, heute schaffe ich es einfach nicht mehr, nochmal Minecraft zu machen. Dann ist Minecraft heute erstmal gestrichen. Dafür aber morgen wieder. Dann nehme ich Minecraft auf, habe dann aber keine Zeit mehr, was anderes aufzunehmen. Dann fällt hier, keine Ahnung. Gut, Assassin's Creed kann nicht mehr ausfallen, das ist fast fertig. Aber jetzt halt als Beispiel, ne? Das eine mal das und das andere mal das und überhaupt. Das ist dann halt eher was Unverlässliches. Das finde ich wiederum jetzt nicht so geil. Weil ja dann halt sich keiner so richtig drauf einstellen kann. Ich selber nicht mal richtig, weil ich ja dann meistens erst kurz vor knapp merke, Scheißdreck, mir fehlt die Zeit. Muss man halt sehen. Also ich bin auf jeden Fall über Meinungen gespannt. Über viele Meinungen hoffentlich auch. Weil das sollte schon sein, ne? Hat der Katja letztens auch geschrieben. Finde ich gut, dass du mich da auch... Na klar, ist ja eigentlich logisch, aber dass du da auf meiner Seite bist auf jeden Fall, da das eben schon wünschenswert wäre, wenn denn möglichst viele zu möglichst vielen verschiedenen Dingen auch eine Meinung hätten, beziehungsweise eine Meinung haben und diese dann auch wirklich öffentlich kundtun, weil wenn man gar nichts schreibt, das ist halt, ja, ich meine, klar, man hat nicht immer Bock, jeden Tag unter jedes Video irgendwas zu schreiben, aber... Wenn ihr nur mal alle zwei, drei Tage oder bei wirklich wichtigen Dingen wie das hier jetzt einfach mal euch überwindet und was schreibt, das wird ja schon reichen. Na, ich will ja nicht, dass jedes Video hier jeden Tag 20, 30 Kommentare kriegt. Das ist total übertrieben, brauche ich nicht. Komm eh nicht hinterher mit Beantworten. Beziehungsweise
Ich meine, ich komme schon hinterher mit Beantworten, aber dann würde das, dann würden aus meinen 4 Stunden halt dann 4,5 irgendwann werden jeden Tag. Aus meiner lustigen Rechnung von der letzten Folge. Und ja, es ist halt schwierig. Auf der einen Seite natürlich mehr Kommentare ist geil, auf der anderen Seite muss ich natürlich dann damit rechnen, dass ich dann länger brauche. Ist aber kein Problem. Weil vernünftiges Feedback ist einfach so extrem wertvoll. Ne, deswegen kommen auch immer wieder irgendwelche komischen, zwielichten Firmen und wollen euch für eine Umfrage gewinnen, weil Meinungen sind wichtig. Und vor allem verschiedene Meinungen von möglichst vielen verschiedenen Menschen. Und da brauche ich wirklich alle. Ich meine, klar, gibt es halt die Leute, zum Beispiel Katja und Gabi, die ich immer und immer wieder erwähnen muss, weil es einfach herausragend ist, was die beiden machen. Was die... Oder ich spreche euch einfach mal direkt an, ne? Ich rede gerade so, als würdet ihr mich nicht hören. Was ihr euch jeden Tag dafür Mühe gebt und wirklich unter mehrere Videos alles Mögliche postet, das ist der Hammer. Ich kann es nur immer wieder betonen, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, für die ganze Sache. Und ich glaube, von solchen Abonnenten träumt man als YouTuber, weil man eben dann weiß, dass die Leute... diese speziellen Leute sich eben wirklich Gedanken machen mit einem zusammen über Themen, die einen bewegen und einem dann wirklich auch sagen, hey, so ist es, das ist meine Meinung, mach das doch so und so. Oder das gefällt mir nicht, oder das machst du gut, das ist schön. Ich meine, ich will jetzt nicht, dass ihr mir unter jedes Video schreibt, hast du gut gemacht. Okay. Ich meine, könnt ihr ruhig machen, von mir aus, aber das meinte ich jetzt nicht unbedingt mit den Meinungen, ne? Also wirklich generell so ein bisschen... Vielleicht zumindest ein, zwei Sätze oder so. Ich meine, es müsste jetzt wirklich kein Aufsatz sein, ne? Weil Katja neigt dazu Übertreibung. Über 50 Zeilen hat sie, glaube ich, einmal geschafft. Das ist halt schon heavy, aber... Ne, da weiß ich wenigstens, die Frau macht sich Gedanken. Der ist das wichtig und das freut mich immer dermaßen, wenn ich ihre Kommentare lesen darf. Wenn ich deine Kommentare... Jetzt fange ich schon wieder an, so zu reden. Wenn ich deine Kommentare lesen darf. Das dauert zwar immer, aber... Auf der anderen Seite freut es mich dann immer richtig, weil ich dann eben selber auch mir ein bisschen Gedanken machen kann, was ich denn antworte. Weil ich bin ja dann so höflich, ne, wenn du dir die Mühe machst, 30 Zeilen zu schreiben, dann schreibe ich natürlich nicht nur okay. Okay ist sowieso das Schlimmste, was man schreiben kann, wenn man nur okay schreibt. Ich hasse das. Auch wenn ich mit jemandem irgendwie, keine Ahnung, über WhatsApp schreibe. Du erzählst ihm dein halbes Leben und keine Ahnung... Sagst hier, ja, das ist scheiße, das ist doof und können wir vielleicht und dann kommt zurück, okay. Junge, da könnte ich ausrasten. Das mal nur so am Rande, aber, ne, so ein... Man muss halt dann wirklich sagen, wenn sich derjenige die Mühe macht, so viel zu schreiben, dann muss man halt selber auch irgendwie in den sauren Apfel beißen, mehr oder weniger. Und dieses dann eben auch tun. Ach, scheiße, Mann. Man nimmt jetzt den Drecksrucksack wieder auf. Jetzt hat er. Okay, jetzt muss ich aber aufpassen. Shit, 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 ich sehe nichts mehr. Okay, jetzt prügeln wir einfach durch. Wird schon irgendwie klappen, hoffe ich. Jetzt habe ich ja noch einen zweiten Rucksack. Alter. Ach da, ich hänge fest. Befreien. Bingo. Ich glaube, das war das Beste, was ich in der Situation machen kann. Das ist ja abartig. Wieso sind hier so viele Gegner? Das ist ja schlimmer als ein normaler Turm. Viel schlimmer. Ich brauche jetzt echt langsam eine Verschnaufpause, ne? Ich komme hier nicht voran. Aber ich farm hier EP ohne Ende. Also das lohnt sich so dermaßen. Nur ich würde halt jetzt gerne langsam mal gucken, dass ich nochmal kurz... Genau, jetzt habe ich nämlich den Rucksack vorhin gefunden. Das ist ein großer jetzt. Das ist sehr, sehr schön. Dann kann ich jetzt wirklich einfach mal ein bisschen was wegpacken. Dann haben wir nämlich zwei Rucksäcke voll mit Zeug. Und da lohnt es sich dann wirklich mal so eine Rolle zu benutzen. Oh, scheiße! Ich habe gar nicht aufgepasst, dass ich so fett aufs Maul krieg. Ich sortiere hier seelenruhig weiter und krieg auf die Fresse ohne Ende. Weil meine Rüstung ist platt. Größtenteils. Okay, wir machen einen Rückzieher erstmal. Was fehlt denn? Stiefel fehlen? Und Helm ist auch schon wieder Schrott, oder was? Ich hab doch erst einen neuen angelegt. Was soll denn der Mist? Okay, Diamantstiefelhammer.
Aber einen vernünftigen Helm haben wir keinen. Naja, gut, okay. Auf jeden Fall ist die Rüstung jetzt mal wieder auf. Fast ganz hoch. Oh Gott, wie sieht's denn aus? Das Ding ist auch voll. Okay. Ich würde sagen, ich lasse es dann erstmal gut sein für heute und dann muss ich halt nochmal eine Folge machen, weil hier dann in einer Woche wieder weiterzumachen ist auch scheiße. Dann wird meine nächste Folge höchstwahrscheinlich mal in den Genuss kommen, diese Rolle zu sehen, weil die werde ich dann direkt zu Anfang benutzen. Weil dann müssen wir erstmal Inventar leeren und dann komme ich halt nochmal her. Jetzt würde ich nur ganz gerne. Wieso ist denn der Maus? Ah, jetzt geht's. Dacht schon. So, machen wir einfach mal LOL-Turm. Keine Ahnung, warum LOL-Turm, aber ich schreib's einfach, weil ich's kann. So, damit ich nachher auch wieder weiß, wo ich hin muss. Und gut, für heute war es das, wie gesagt. Ich werde das Thema jetzt erstmal dabei belassen, zumindest bei Minecraft. Bei dem einen oder anderen Spiel werde ich sicherlich nochmal ansprechen. Ah, deswegen ging es nicht. Okay, weil bei Isaac beispielsweise bietet sich das immer an. Ne? Da werdet ihr das dann wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gehört haben. Aber ich muss halt dadurch, dass es eben so breit gefächert ist mit dem Programm, eben auch möglichst überall kundtun. Deswegen sind natürlich die ein bisschen gestraft, die alles sehen oder vieles sehen, dass dann manches doppelt hören. Das tut mir auch leid, aber es ist halt nicht zu vermeiden. Ne? Ich denke, das macht jeder so oder würde jeder so machen an der Stelle. Von daher nimmt mir das sicherlich keiner übel. Naja, egal. Für heute war es das, Freunde. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.